herzlich willkommen zum FC Stammtisch. Ich sehe schon, ihr habt euch heute sehr viel vorgenommen. Also, Sie merken schon, das Publikum ist gut drauf. Warum wohl? Der FC hat 4:0 gegen Union Berlin gewonnen. Dann lassen wir uns doch direkt drüber einsteigen und darüber sprechen. Wir werden natürlich versuchen, ein bisschen was zu analysieren, neben der ganzen Freude, die wir natürlich mitnehmen. Aber dafür haben uns ja auch Gäste eingeladen. Und zunächst jemanden, ja, ich meine, da freuen wir uns natürlich ganz besonders. Er war nämlich gestern tatsächlich auch im Stadion, er stand sogar auf dem Rasen. Und er hat auch noch ein Tor gemacht, Jonas Hector bei uns. Herzlich willkommen. Dann haben wir einen Fan dabei, der sehr erfahren ist. Er ist seit 1964 schon Fan des ersten FC Köln, also schon, ja, doch ein bisschen länger. Und er ist so eine Art Kultfan, auch in den Medien sieht man ihn öfter. Also er macht da so eine eigene Videosache, wo er den ersten FC Köln und auch andere Vereine schon mal auf eine ganz besondere Art und Weise bewertet. Wir freuen uns auf Mike Morschbach. So, und damit das Ganze ja auch noch einen neutralen Anstrich bekommt und wir jetzt nicht ganz zu sehr, sag ich mal, ins Träumen abdriften, haben wir uns einen erfahrenen Sportjournalisten heute eingeladen. Er ist schon lange dabei, er macht auch für die Nationalmannschaft viel. Generell beobachtet er den Fußball hier im Westen sehr genau, schreibt unter anderem für den Spiegel, für viele andere. Das ist dann der Gregor Deris. Herzlich willkommen, Gregor. So, mein Gregor, fange ich auch an, weil wir wollen erst mal so hören, was die beiden Nichtbeteiligten sagten, bis dann derjenige sagt, der wirklich auf dem Platz gestanden hat, wie er das so sieht. Deswegen, ja, ich sag mal, was haben wir da gestern gesehen in Köln-Müngersdorf, außer 4 wunderbaren Toren und einem wunderbaren Spiel? Ja, was nimmst du mit? Das war nicht Zweitliga-Fußball, sondern das war Bundesliga-Fußball. So, ganz einfach. War Bundesliga-Fußball, war wirklich das Beste, was ich seit langem gesehen habe vom ersten FC. Ich hab geblättert heute, mal geguckt, lange geguckt und festgestellt, haben wir lange nicht mehr gehabt, auch in den Bundesliga-Zeiten, ja. Also so wie sie jetzt spielen, wie sie gestern gespielt haben, das muss man ja noch sagen, da kommen wir später noch zu, dass es Stabilität ja haben muss, aber so gut waren sie wirklich lange nicht mehr. Die Mannschaft wirkt sehr reif, also das ist sehr gut. Bin ich mal gespannt, weil der Mike, ja, hat man gerne, klar. Der Mike ist natürlich jemand, der auch mal manchmal kritisch draufblickt, aber ich glaube, du hast nichts gefunden, oder? Anfangen, dass ich eigentlich gern ein kritischer Fan bin, nur gestern wurde mir da nichts an die Hand gegeben. Gott sei Dank, ich war ganz begeistert. Das war, wie mein Vorredner schon sagte, seit mehreren Jahren das beste Spiel, was ich hier in Köln gesehen habe, und ich bin immer dabei. Das war Begeisterung, das war Spielfreude, die ich lange auch oder oft nicht gesehen habe beim FC. Und vom ersten Tor bis zum Ende wurde Dampf gemacht. Dem Gegner wurde der Schneid von Anfang an abgekauft. Und es war einfach ein Fußballfest, da passte alles. 45.000 Zuschauer, Flutlicht, schnelles erstes Tor, viele Zuschauer am Bildschirm und dann immer weiter Dampf und der Gegner richtig aus dem Stadion gefeuert. So will man es als Fan haben, so macht das richtig Spaß. Besser als so ein 1-0 mit Langeweile und trotzdem gewonnen, aber so ist das Schöne. Es war ein Fußballfest. Jetzt habe ich einen Riesentipp an den Jonas. Jetzt spielt doch einfach immer so, dann können wir... Nee, jetzt mal im Ernst. Der versucht natürlich schon noch rauszufinden, woran hat's gelegen. In dem Fall, was hast du für eine Erklärung, dass das gestern gut geklappt hat? Hat der Trainer euch ganz besonders eingestellt? Hattet ihr alle einen guten Tag? Oder ist es einfach die Qualität des ersten FC Köln, die wir es einfach so hinnehmen müssen? Nein, ich glaube, es ist ein Stück weit von allem. Es war natürlich ein besonderes Spiel gegen Tabellenzweiten, Erster gegen Zweiter, Montagabend, Flutlicht. Ganz Deutschland guckt drauf, weil sonst kein anderes Spiel im Fernsehen läuft. Auch nicht falsch. Da ist man natürlich besonders motiviert. Es hat, wie gesagt, alles gepasst. Qualität in der Mannschaft stimmt. Unser Auftreten hat gestern von der ersten Minute angestimmt. Und wenn dann
alles passt, so wie es gestern war, dann kommt auch so ein Ergebnis zustande. Ja, gerne öfter, wie gesagt, aber klar, kann man nicht immer schaffen, solche Feiertage, aber trotzdem, es war schon beeindruckend, es hat ja schon ein paar gute Spiele gemacht, also wollen wir jetzt nicht völlig unter den Teppich kehren, gegen Aue war ein klasse Spiel, in Cottbus brauchen wir auch nicht drüber reden, gute Spiele, aber gestern war es halt nochmal einen Tacken mehr. Was hat denn den Ausschlag gegeben? Also ich meine, kommt der Trainer hin, macht euch besonders heiß, obwohl ich glaube, er ist eher der Typ, der das auf eine andere Art und Weise macht. Wie hat er euch angesprochen, die letzten 5 Minuten vor dem Spiel? Wie hat er euch angefasst? Ja, eigentlich wie immer, gerade bei Heimspielen, die wollen wir immer gewinnen. Das ist immer unsere Prämisse. Wir wollen rausgehen und unseren Zuschauern zeigen, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Genau das war auch gestern vorm Spiel an der Tagesordnung. Die Einstellung musste stimmen und dementsprechend hat er uns auch angefasst, sage ich jetzt mal. Okay, also ihr wart dann auch heiß darauf, jetzt endlich mal auch gegen einen Großen zu gewinnen, sozusagen. Genau, wir hatten ja jetzt 2 0-0-Spiele zu Hause, dann gegen Lautern und gegen 60. Und in Fürth haben wir auch 0-0 gespielt bei einer Mannschaft, die oben dran ist. Und dann wollten wir einfach mal ein Zeichen setzen und auch wirklich mal gegen einen der, wie gesagt, größeren einfach mal gewinnen. Das ist natürlich so deutlich dann im Endeffekt wird, hat, glaube ich, keiner gedacht. Nimmt man aber gerne mit. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Gregor, jetzt, wenn man das mal so vergleicht, das letzte Heimspiel davor gegen 60 München, da stand 60 sehr gestaffelt. Hat der Trainer sich schwer getan, jetzt gestern, wo lagen da die Hauptunterschiede? Ich meine, ist man einfach noch besser vorbereitet in dieses Spiel reingegangen mit der Erfahrung der letzten Spiele? Ja, ich denke schon, dass eine Mannschaft ja mit Konterfußball im eigenen Stadion gewinnt, ist ja so häufig jetzt nicht zu sehen, aber ist ja keine Schande. Man muss ja nicht unbedingt dominant sein wie Bayern München, man kann auch anders gewinnen, also die Tore sind ja teilweise nach Kontern wirklich gefallen, aber wie die vorgetragen wurden, das war dann eben perfekt. Ja, ich denke, diese 0-0s gegen Lautern und 60 sind natürlich jetzt wirklich definitiv nicht zufriedenstellend für ein Publikum, ne? Gerade auch in Köln. Aber auf der anderen Seite, die Mannschaft hat eben bisher noch nicht verloren und diese Stabilität in der Abwehr, das ist wirklich das ganz Besondere. Ja? 5 Gegentore in 13 Spielen, das ist wirklich sehr, sehr gut und da kann man drauf aufbauen. Das war die Abwehr, Mike, ja schon letztes Jahr recht gut. Ne? Da kann man, war ja auch beteiligt seinerzeit. Im letzten Jahr, da hat es andererseits ein bisschen gehapert. Was macht denn die Abwehr in diesem Jahr noch stärker als im letzten Jahr? Sind es vielleicht die beiden Sechser davor? Das spielt mit Sicherheit eine Rolle, weil Lehmann sich gesteigert hat. Meine ich, gegenüber letztem Jahr, der Gerhard macht das auch sehr gut. Aber auch der ganze Abwehrblock mit dem Torwart Horn natürlich hinten drin, der außer seinem Tänzchen in Dresden eine tolle Saison spielt, steht ganz gut. Und ich finde auch der Marot hinten, die Tacklings sind schon sehenswert, die der da manchmal hinlegt. Und als Gesamtblock ist das schwer, ein Tor gegen den FC zu schießen im Moment, scheint mir. Bei 5 Gegentoren in 13 Spielen, wie gesagt, sprechen die Zahlen ja für sich. Und auch bei diesem 0-0-Spiel, mit dem ich absolut nicht zufrieden war, ist die 0 für die Abwehr ja immer noch spitze, die da war. Ja, spricht natürlich auch für jemanden, der da spielt. Er macht das auf der linken Seite auch ganz prima. Knipst dann auch nochmal zwischendurch, wie gestern. Das ist natürlich auch sehr schön. Und auf diese Abwehrleistung kann man natürlich aufbauen. Und dann geht es nach vorne. Auch ganz gut. Ja. Ich noch eine Anmerkung. Bitte. Alle richtig guten Spiele. Cottbus, Aue, gestern begannen für den FC mit einem relativ frühen Führungstor. Gegen Cottbus und Aue noch viel früher, aber gestern auch. Und dann läuft das bei den Jungs. Je länger es dann doch 0-0 steht, desto mehr wird doch ein bisschen gestolpert. War das denn gestern auch so in den ersten 10 Minuten? Da wurde ja auch so allerortens gesagt, da war Berlin gar nicht so übel und hatten auch deutlich mehr Ballbesitz, hatten generell auch relativ viel Ballbesitz. Bei Spielverlagerungen.de haben die heute gesagt, den habt ihr ihm freiwillig überlassen, damit er sozusagen ihm dann keine Räume bietet, aber dann die Bälle abluchst. Wie habt ihr das gesehen in den ersten 10 Minuten? Habt ihr euch noch ein bisschen versucht zu finden oder war das noch so, wie würdest du beschreiben? Ja, ich denke, es war so eine kleine Findungsphase. Wussten auch nicht genau, wie sie dann auftreten mit Terodde und Nemitz, was auch ein bisschen überraschend war für uns in der Startaufstellung. Haben ein bisschen gebraucht, um das in den Griff zu bekommen, aber ich glaube dann nach 5 bis 10 Minuten, als wir dann auch unsere ersten Chancen hatten, ist das Ganze dann von allein gelaufen. Und wie gesagt, wir haben ja nach hinten so gut wie nichts zugelassen, keine 100%ige zugelassen, ein paar Fernschüsse,
die aber dann im Endeffekt auch weniger Gefahr ausgestrahlt haben. Und deswegen glaube ich so, als wir es dann nach 15 Minuten im Griff hatten, war es dann auch in Ordnung. Dann war es auch, ich meine, habt ihr auch von der Körpersprache was ausgestrahlt, so nach dem Motto, hier läuft für euch heute gar nichts. Also merkt man das auch in dem Moment, also merkt man diese eigene Stärke, kommt die mit jeder Minute dann? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde immer, wenn man selbst nichts zulässt, nach vorne Abschlüsse kreiert, es gibt immer nochmal so einen Push, treibt einen an und genau das war gestern der Fall. Wir haben hinten gut gestanden, hatten dann unsere Chancen und es wurde immer gefährlicher, bis das Ding da drin war. Ja, hat auch gut ausgesehen, ne? Also die Tore dann, klar. Dennoch, das Spiel ist ja sozusagen mit nur einer Spitze entschieden worden. Also die neue Ausrichtung gestern, die dann Uja musste auf die Bank, das hat scheinbar Früchte getragen. Das hat auch wirklich daran gelegen. War ja insgesamt überraschend. Wir hatten uns ja überlegt, wer raus muss aus dem offensiveren Bereich, Risse, Alpha oder Peschko. Und dann hat er Uja rausgenommen. Vielleicht lag es daran, dass ja insgesamt jetzt auch mal ein bisschen diskutiert wurde, die beiden Stürmer sind beide gut, aber harmonieren nicht richtig, ja? Muss man ihnen nicht vorwerfen. Also das ist hat Tschöger ja auch thematisiert, dass er gesagt hat, die haben beiden im Zusammenspiel ihre Schwächen, das passt noch nicht. Und da ist er auf die Lösung gekommen, die ja dann irgendwo, wenn du nicht zwei Spitzen hast, ja auch ein bisschen wieder defensiver ist. Ich glaube, dass wahrscheinlich insgesamt, das kann Jonas bestimmt besser erklären, das Konzept des Trainers ist, wirklich erstmal sicher zu stehen. Das ist halt, wie wir alle wissen, also sozusagen Grundgesetz im Fußball. Die Abwehr entscheidet letztlich die Spiele. Wenn du immer null, wenn du hinten keine reinkriegst, kannst du nicht verlieren. Ganz simpel. Ja. Und diese Taktik war, ja, das zeigt aber auch, dass die Mannschaft flexibel ist. Das fand ich sehr gut. Also gerade jetzt auf diese eine Spitze, da haben wir in den letzten Wochen ja immer öfter mal drüber diskutiert, weil wenn es was zu diskutieren gab, war es ja dann die Abwehr am allerwenigsten, weil da lief ja alles mehr oder weniger. Aber im vorderen Bereich hatten wir ja eigentlich wirklich gute Leute. Aber so gerade die Stürmer, die haben in letzter Zeit noch nicht so hundertprozentig, wenn das auch noch kommt, also dann wird es ja richtig lustig. Aber bis dato war es ja noch nicht so hundertprozentig da. Wie hast du gestern zum Beispiel Helmes gesehen? Ich habe Helmes fleißig bemüht gesehen, aber nicht unbedingt super gefährlich. Trotzdem gefällt er mir viel besser als Uca. Helmes hat mehr Spielverständnis, er schirmt den Ball manchmal ab, Uca stolpert rum viel und verliert viele Bälle. Ich schwärme nicht sehr von ihm. Auch Helmes, denke ich, ist... Spieler, ja. Ja, ja, als Spieler, selbstverständlich. Ja. Helmes ist aber für meine Begriffe auch noch steigerungsfähig. Wir wissen, was er schon gezeigt hat. Der kann noch ein bisschen schneller werden, der kann auch noch mehr knallen. Es wird kein Poldi werden, aber er kann vielleicht doch da noch ein bisschen zulegen. Vielleicht braucht er noch ein bisschen mehr Fitness oder Spritzigkeit, aber da könnte noch viel mehr kommen. Bei dem Hammer, den der auspacken kann, möchte ich da noch ein paar Tore mehr sehen. Weil ich ihn gestern, ich will jetzt nicht widersprechen, aber ich habe so gesehen, dass er sehr viel gelaufen ist. Ja, habe ich bemüht. Bemüht, ja, okay, das fällt dann auch unter bemüht. Ja. Okay, aber auch, ich meine, durch diese Freistoßflanke, ich glaube, ihr habt viel einstudiert, ne? Also dieser Freistoß, war das einstudiert gewesen zum 3-0? Ja, vor jedem Spiel gehen wir eigentlich Standards durch, unsere Offensiv, Defensiv auch mal. Ist einfach immer im Training enthalten und hat sich mal ausgezahlt. Hat sich ausgezahlt und gut, ausgezahlt hat sich auch die Frisur von Yannick Gerhardt, ne? Also, dass da noch genug drin war. Einige liefen ja auch mit Schnäuzern rum. Die Frage nach dem Mannschaftsrat, was er dagegen tut, die sollte ich eigentlich auch noch stellen, aber können wir vielleicht am Schluss machen. Ich würde gerne nochmal dein eigenes Tor ansprechen. Natürlich, das war jetzt nicht entscheidend beim Stande von 3-0, aber dennoch das erste Profitor. Was geht in einem jungen Profi da vor? Kann man das irgendwie ansatzweise beschreiben? Ja, pure Freude eigentlich. Muss man selber machen. Ja, müsste man selber machen, um es zu erfahren. Man freut sich einfach in dem Moment. Ich habe schon vorm Spiel zu Timo Horn gesagt, aus Witz, ja, heute mache ich einen, aber ich weiß dann nicht, wie ich jubeln soll. Ich glaube... Ich glaube, dann hat auch jeder gesehen, dass ich wirklich nicht wusste, wie ich jubeln soll. Es ist einfach pure Freude. Pure Freude, klar. Ich meine, hat man eigentlich was gemerkt im Vorfeld schon, wenn du aus dem Gang rauskommst? Ich meine, ihr hört ja immer dann die Hymne und was auch ich, die ganze Atmosphäre. War es diesmal ein bisschen anders?
noch intensiver im Vorfeld? Nein, nicht unbedingt eigentlich. Ich fand, es war jetzt wie ein Spiel wie jedes andere. 45.000 Zuschauer, ich meine, das ist bei uns auch keine Ausnahme. Das sind bei uns des Öfteren da. Und, und deswegen war es für mich ein Spiel wie jedes andere. Es ist immer ein Genuss, wenn man dann einläuft mit dem Jungen an der Hand, die Hymne hört und eben weiß, gleich geht's los. Ja, also das wird allein deswegen im Gedächtnis bleiben, weil es halt, wie gesagt, das erste Tor war. Wer weiß, wo er in die Karriere noch hinführt. Auf jeden Fall gestern ist das erste Profitor gefallen. Wir machen jetzt eine kleine Pause, kommen anschließend wieder und dann versuchen wir mal so ein bisschen die Unterschiede herauszuarbeiten von der Vorsaison zur jetzigen Saison mit dem Personal, aber auch mit dem jeweiligen Trainern. Machen wir gleich, wir sehen uns. Bis dann. Willkommen zurück beim FC Stammtisch. Gregor, du hast es eben schon angedeutet, die Unterschiede zur letzten Saison. Ich denke, das sollte vielleicht auch ein zentrales Thema unseres zweiten Blocks sein. Es hat sich ja doch einige, letztes Jahr war noch der große Umbruch, der wurde propagiert. Viele neue Leute, andere sind gegangen. Die Abwehr, haben wir eben schon festgestellt, war da schon gut. Trotzdem haben sich einige Dinge verändert. Was ist für dich der dieser Step, der da gemacht worden ist? Wie hat der sich in deinen Augen entwickelt? Ich glaube schon, dass man die letzte Saison mit einbeziehen muss. Ne? Also, dass der Stanislavski hat meines Erachtens letztlich, muss man sagen, Aufbauarbeit geleistet. Ja, dass das eine schwere Saison war, das war klar, das ist aber auch so hingenommen worden. Denn diese die Mannschaft, die er bekommen hat, die ist ja wirklich komplett umgekrempelt worden. Und so ein Team dann aufzubauen, auch gerade mit jungen Leuten, dauert halt eine Zeit. Und ich glaube schon, ohne Stögers Leistung da jetzt kleiner machen zu wollen, dass das ein Grund ist. Und wie eben gesagt, praktisch der 7er Block der Abwehr, Viererkette, 2 Sechser, Torwart ist gleich geblieben, ne? Oder beziehungsweise nicht gleich geblieben, das ist Quatsch, sondern diese Leute waren im Kader und haben schon gespielt. Das heißt, da entwickeln sich Mechanismen, da weiß man, wie man will. Und dann kommt ein Trainer und gibt noch zusätzliche Impulse und dann klappt das. Und wir haben ja im Prinzip nur zwei richtig echte neue, Risse und Halfer, also jetzt in der Startelf von gestern. Peschko war schon mal ein Jahr davor, sag mal, muss er auch wieder reinkommen, wenn er jetzt zurückgekommen ist. Helmes kennt zumindest den Verein, der hat natürlich jetzt nichts mehr mit dem Team zu tun. Also der Offensivblock ist neu und möglicherweise klappt es deswegen in der Offensive, wie Mike eben sagte, ist da noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Wobei ich dazu mache, eine 10 zu spielen, das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber die Basis ist eigentlich, finde ich, letztes Jahr gelegt worden. Also ich gebe das mal an den Mike weiter und gleich kann der Jonas natürlich aus seiner ganz eigenen Erfahrung das entweder dementieren oder bestätigen oder einen eigenen Aspekt einbringen. Aber Mike zuerst, ist das bei dir als Fan genauso, dass du denkst, da ist eine Basis gelegt worden oder ist das ein neuer Ansatz, den Stöger da gemacht hat? Ich denke, da ist schon ein ziemlich neuer Ansatz da. Ich fand das voriges Jahr, da war der Start ja noch schlechter als dieses Jahr. Voriges Jahr, mit vielen Unentschieden, so doll war er nicht. Also die Steigerung ist schon gewaltig. Aber voriges Jahr war er ja richtig schlecht, da war man richtig deprimiert. Und dann waren Erfolge da, die aber doch eher so sehr holprig erzielt wurden. Und es war einfach auf der Tribüne langweilig. Es war teilweise sehr langweilig und das ist nicht schön für die Fans. Das mag für die Trainer und die Spieler strengen sich an, ein ganz anderes Spiel sein, aber für uns war es teilweise nicht so schön. Und es war teilweise auch systemlos. Und das hat sich sehr geändert. Vom Abwehrsystem über das ganze Spielsystem ist da doch viel geschehen. Und da muss man doch wahrscheinlich dem Trainer Stöger doch einen sehr großen Anteil dran zugestehen. Wie natürlich auch den Spielern, die inzwischen auch gewachsen sind durch die Saison, die sie voriges Jahr zum großen Teil schon erleben durften. Ich denke, das macht auch viel aus. Da ist was entstanden, was doch immer mehr in Erfolg gipfelt. Auch diese Saison hat sich ja die Sache gesteigert. Das fing ja nicht direkt super toll an. Okay. Und ich sehe eine sehr positive Entwicklung.
Und man kann schön, man konnte eben schon schön zugucken. Das war voriges Jahr trotz einiger Erfolge im Mittelteil der Saison eigentlich nicht der Fall. Das war nicht so sehenswert. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt hast du die Meinung eines alterfahrenen Fans gehört und eines erfahrenen Journalisten. Jetzt ist natürlich der Spieler selbst hier. Wie hast du es wahrgenommen, diese Veränderungen jetzt in den letzten ja, anderthalb Saisons, die es jetzt fast sind? Ja, wie es schon gesagt wurde, natürlich war es ein Umbruch Anfang letzter Saison. Hat man dann auch Saisonstart gemerkt. Wir mussten uns erst finden als Mannschaft. Neuer Trainer, dessen Philosophie irgendwie reinkriegen. Aber ich denke, das haben wir das ganz gut hinbekommen. Fans waren natürlich auch tolerant, haben das akzeptiert und eine schlechte Runde haben wir ja auch nicht gespielt, sonst wären wir nicht so knapp am dritten Platz vorbeigeschrammt. Ich glaube einfach, dieses Jahr haben wir die Baustellen, die wir letztes Jahr noch hatten, vom Personal her auch noch ausgemerzt, haben einen super Kader mit einer super Qualität, vor allem auch in der Breite, wenn man sieht, wie wir ab und an durchwechseln können, ja. Auch in den Spielen selbst. Da ist kein Bruch im Spiel und ich glaube, da haben die Kaderplaner Jörg Jacobs, jetzt mit Jörg Schmadtke auch reife Arbeit geleistet. Trainer haben natürlich beide ihren Anteil. Holger Stanislawski letztes Jahr, der die Mannschaft dann im Endeffekt auch geformt hat. Und eben jetzt Peter Stöger, der in dieser Saison beziehungsweise momentan den Feinschliff macht. Würdest du denn auch bestätigen, was Rigo Deris sagt, dass Stani, da, unter dem hast du debütiert, wenn ich mich recht entsinne, dass da eine Vorarbeit, eine Basis gelegt wurde, von der er heute noch profitiert? Oder ist es wirklich ein neuer Ansatz, wie das der Mike jetzt meinte? Nein, ein komplett neuer Ansatz ist es meiner Meinung nach nicht, weil, wie gesagt, wir haben viele Spieler, die letztes Jahr schon dabei waren, die sich auch letzte Saison schon gefunden haben. Gerade der Defensivbereich, wo es kaum Wechsel bzw. wenig Neuverpflichtungen gab, der ist eigentlich so zusammengeblieben und diese Automatismen haben sich einfach eingespielt über die Zeit und ich glaube, das spiegelt sich dann jetzt auch in Ergebnissen wieder. Also ich habe da noch das Beispiel eines entfernteren Nachbarn, der inzwischen Europas Spitze ist, Borussia Dortmund. 2008 ist Klopp gekommen und hat eine Mannschaft übernommen und in der ersten Saison haben die sehr viele Unentschieden gehabt und am letzten Spieltag in Gladbach durch ein 1:1 verspielen sie die Europa League. Ja? Sie haben nicht im ersten Jahr in der Europa League gespielt. Und danach kam sozusagen der Aufschwung. Hier in dem Fall mit dem gleichen Trainer. Ich glaube aber, wenn wir in dieser Saison wieder so einen großen Umbruch personell gehabt hätten, wieder 8 neue und 8 Abgänge, dann wäre das schwieriger. Dass Stöger jetzt wahrscheinlich, so wie Mike das sagt, auch dazu noch jetzt neue Impulse setzt, das ist, glaube ich, definitiv so. Ja, aber so entwickelst du eine Mannschaft. Und dahinter steckt inzwischen ja auch ein Plan, da sind ja auch, das muss man ja auch sagen, diese Mannschaft, die gestern auf dem Platz stand, ist 24,5 Jahre jung, jetzt nur nicht auf den Tag genau, jetzt nur das Alter zusammengezählt und geteilt, ja, 24,5, das ist perfekt, ne? Da steckt, das heißt, da ist aber auch noch Zukunft drin, ne? Du hast Lehmann mit 30, der ist der Älteste, Peschko noch nicht mal, also da sind, und sehr viele junge Leute, 19, 20, Jonas 23, also da ist noch jede Menge Potenzial auch drin. Ja, wir haben noch gar nicht über Yannick Gerhardt gesprochen, der ja auch gestern ein Riesenspiel gemacht hat, auch in Bielefeld schon der entscheidende Faktor war. Der war ja letztes Jahr noch gar nicht da, also sprich, da ist ja auch noch frisches Blut nachgekommen und der hat ja auch sofort den Sprung geschafft. Das sind natürlich Dinge, davon profitiert natürlich auch der Verein und in dem Fall auch der Trainer. Das hat euch natürlich auch noch in die Karten gespielt, dass da in der Hinsicht noch mehr Potenzial, neben den, ich sag mal in Anführungsstrichen, gekauften Potenzial, auch Potenzial aus dem eigenen Verein dazu kam. Und das hört ja scheinbar nicht auf, da sind ja noch andere Kollegen da. Also da kann man auch auf einiges hoffen, oder? Ja, das denke ich auch. Ich glaube, der FC hat über Jahre hin schon eine gute Jugendarbeit. War eine Zeit lang ein bisschen schwerer, sich in Profikadern zu spielen. Ich habe ja selbst Erfahrungen damit gemacht, von der U21 in Profikader zu kommen. Hatte Glück.
Und mittlerweile sind Spieler einfach da, die den Sprung auch wirklich schaffen. Beispiele sind dann Timo Horn, ich selbst, jetzt Yannick, sind noch ein paar in der Warteschleife, die absolut das Potenzial haben, auch in die Mannschaft zu kommen. Also es lohnt sich dann doch auch, solche Spieler einzubauen. Das hat mir Herr Stani manchmal vorgeworfen, obwohl er ist das passende Gegenbeispiel dazu. Er ist von Stani gebracht worden, aber Yannick Gerhardt natürlich auch aufgrund des Alters erst dieses Jahr. Ja. Das sind aber Leute, wo man sagt, also das ist nicht nur Kölsch, das ist auch mehr oder weniger dann auch diese Jugend. Das macht einem auch Hoffnung. Das macht Hoffnung. Wäre schön, wenn da wirklich noch richtiges Potenzial nachkommen würde. Viel kaufen kann der FC offensichtlich ja nicht. Und wenn dann noch ein paar tolle Talente kämen, wird das nicht schaden. Ich kann das nicht so beurteilen, das kann er vielleicht besser. Aber hoffen wir, dass da auch noch eine Verstärkung, auf Dauer zumindest, die ein oder andere reinwächst in die Mannschaft. Jetzt bin ich mal beim Jonas. Und zwar die Position, die du da spielst auf der linken Seite, auf der linken Außenbahn, ist ja nicht unbedingt die, die jetzt man sofort als deine Leib- und Magenposition bezeichnen würde. Da wird ja immer wieder drüber gesprochen. Würdest du den lieber im defensiven Mittelfeld spielen oder gefällt es dir mittlerweile so gut, dass du sagst, hier will ich gar nicht mehr weg? Ja, ich muss sagen, mittlerweile gefällt es mir eigentlich so gut, dass ich nichts dagegen habe, da meine ganze Karriere auf dieser Position zu spielen. Da gibt es ja in Deutschland auch Bedarf. Ne? Eben. Also, ne, wer weiß, was in den nächsten Jahren noch alles passiert. Können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, was die Ziele so sind. Aber du sagst definitiv, mittlerweile will ich auch auf der linken Seite spielen. Wenn der Trainer sagt, dass ich da gebraucht werde, dann will ich da auch spielen. Ich bin generell froh, überhaupt spielen zu dürfen. Ob das jetzt links ist in der Verteidigung oder auf der 6. Ich würde mich auch ins Tor stellen, wenn der Trainer mich lassen würde. Hauptsache dabei sein. Und wie gesagt, mittlerweile fühle ich mich hier auf der Position so wohl, dass ich mir es wirklich vorstellen kann. Dazu. Also du hast jetzt bis 2016 verlängert, du würdest jetzt auch nicht den Verein wechseln, wenn da einer anbieten würde, bei uns kannst du eben ja im defensiven Mittelfeld spielen. Nee. Das wäre jetzt nicht mehr der Grund, dann sage ich mal. Ne, nee, das auf keinen Fall. Ich glaube, mittlerweile wollen Vereine mich auch überhaupt gar nicht auf die 6 haben, wenn dann auf linker Verteidiger. Du bleibst schon hier. Also. Fragen wir doch mal den Mann, der das auch immer bewertet durch Noten und oder durch irgendwelche Analysen und so weiter. Ich meine, haben wir alle gesagt früher, das ist doch eher ein Mann fürs defensive Mittelfeld. Mittlerweile ist er da auch so gut auf der Position, wo er jetzt spielt, dass man das gar nicht mehr sagt. Ja klar, aber Jonas hat das ja gerade auch erklärt. Wir haben wirklich ja auf links den Mangel, also eben beim 1. FC Köln auch so. Und auf der Sechserposition, muss man sagen, spielen halt die jungen Leute, die besonders gut sind, das ist die Ausbildungsposition. Ja, also der Badstuber und auch bei den Bayern zum Beispiel, Lahm, alle in der Jugend haben auf der Sechs gespielt, weil man da sagt, da hast du das Spiel zentral um dich. Das ist eine zentrale Position, da machst du das Spiel, da lernst du im Prinzip am meisten. Ja, und dann möglicherweise eine andere Position zu spielen, ist möglich. Jetzt sehen wir ja gerade beim aktuellen Fall von Philipp Lahm, dass der Wechsel ja auch dann geht. Ich glaube, müsste Jonas, wenn einer ausfällt, Gerhard jetzt oder Lehmann, und dann sagt der Trainer, Jonas, spiel du das, dann macht er das. Ja, ich denke, du bist auch so ein Typ Allrounder, ne? Also da kannst du schon, wenn man oder Mann ist, kannst du auch andere Positionen noch spielen. Ja, das war ja bis jetzt hier bei mir. Torwart, ja. Auch den. Auch den? Nee, also ich hoffe, dass es mal so weit kommt, aber... Wie gesagt, beim FC habe ich die 3,5 Jahre, die ich ungefähr hier bin, habe ich bis jetzt jede Feldposition gespielt, ob ein Freundschaftsspielen oder ein Pflichtspielen. Wo Not am Mann ist, wurde ich dann auch teilweise hingestellt, und von daher bin ich flexibel einsetzbar, glaube ich. Auch nicht im Betrieb nannte man das Springer, ne? Aber okay. Ist ja auch nicht schlecht, wenn man so jemanden hat, aber du hast ja, wir haben ja jetzt schon bereits festgestellt, das ist deine Position. Siehst du es denn auch so, Mike? Was genau? Dass das deine Position ist, die auf der linken Seite? Im Moment hat sich das so herauskristallisiert. Auf anderen Positionen hat er gar nicht oder seltenst gespielt. Und da hat Stanislavski ihn ja nun als Linkverteidiger aufgebaut und auch mit dieser Maßnahme auch in der letzten Saison eigentlich schon Erfolg gehabt. Also er hat sich ja da schnell reingefunden und
gibt den linken Verteidiger doch sehr erfolgreich, sowohl in der Defensive und wie sich gezeigt hat, auch jetzt in der Offensive. Bei beiden Verteidigern würde ich mir manchmal wünschen, dass das Flankengeben vielleicht noch ein bisschen häufiger und besser klappt. Ich weiß nicht, ob sie das überhaupt dürfen oder sollen, aber das fände ich ganz schön. Aber insgesamt, finde ich, macht er das auf der linken Seite da ganz prima. Und ja, dann ist auch der Tenor, wenn man hört, Hector, ja, der Junge ist gut. Und also das ist schon prima. Das spricht ja auch für einen, wenn man in den jungen Jahren, sage ich mal, schon gar nicht mehr gefragt wird. Also das ist gar keine Frage, der spielt immer, ist eigentlich Stamm. Kann man ja wirklich so sagen. Also von daher haben wir schon viel erreicht in der Zeit. Wir werden aber gleich nochmal auf das Thema zu sprechen kommen, auch wo du herkommst und so weiter und wie du zum FC gekommen bist. Das machen wir dann im dritten Teil. Ich möchte vorher noch eine Sache besprechen. Es gibt ja wirklich, hier wurde eben schon spontan geklatscht, eine Leistungsexplosion bei Matthias Lehmann zu beobachten. Der ist auch schon öfter kritisiert worden, auch bei uns manches Mal. In diesem Jahr sehen wir einen ganz anderen Matthias Lehmann. Hast du eine Erklärung, woran das liegt, nur Stöger? Trainerwechsel? Ist ja, ich denke, manchmal ist es so einfach, wenn eine Mannschaft besser spielt, dann bist du halt, steigerst du dich eben auch mit. Ich bin auch überrascht. Ich war Anfang der Saison, irgendwo habe ich mal ein Spiel gesehen. Ich erinnere mich jetzt nicht genau, welches es war, wo ich gedacht habe. Möglicherweise habe ich das mal in deiner anderen Sendung auch gesagt, dass ich gesagt habe, ich glaube, die Zeit von Matthias Lehmann, auch wenn er erst 30 ist, ist jetzt irgendwie vorbei. Und dann beim nächsten Spiel spielt er eben wieder gut. Also das ist schon erstaunlich. Eine Erklärung habe ich nicht, da müsste man mit ihm auch mal selbst drüber sprechen. Dann ist es aber oft so, dass die Jungs das dann selbst nicht genau fassen können. Manchmal sind es tatsächlich Sachen, dass sie eine Saison nicht fit sind und immer irgendeine kleine Malesse mitschleppen und so weiter. Vielleicht passt es eben auch, dass hinten der Block so feststeht und er einfach sich freier fühlt. Tja, wir wollen es ja gar nicht zu sehr hinterfragen, nachher mache das nachher auch und spiele wieder schlechter. Das wollen wir ja nicht hoffen, aber das sieht ja wirklich gut aus. Der Pass gestern zum 1:0, sehr wichtig, auch in dieser Phase, dieses frühe 1:0 zu machen, hast du eben selbst gesagt. Und dem muss man ehrlich sagen, hat man Lehmann ja schon fast nicht mehr zugetraut. Nee, in der letzten Saison war der auch ein Ärgernis für viele Zuschauer. Mit einer riesen Fehlpassquote, wenig gewonnen, 2 Kämpfen, da haben wir uns doch oft sehr geärgert, wenn der über 3 Meter dem Gegner in die Füße spielt und das passierte. Ne? Ja, das passierte das wirklich oft. Und bei Pauli oder auch bei Aachen war er wirklich viel besser. Er hat bei St. Pauli meiner Meinung nach auch öfters mal aus 20 Metern den Ball auf das Tor gehämmert und getroffen. Das war bis jetzt ja auch beim FC leider noch nicht so. Aber er hat sich eben in seiner Defensivposition diese Saison doch mächtig gesteigert. Und gestern dieser Pass, das war ja ein Zuckerpass zu Marcel Risse, das zeugt auch von Selbstvertrauen, dass er jetzt wieder gewonnen hat. Und mit 30 ist er noch nicht zu alt. Ja. Ich meine, da mit seiner Ruhe und Abgebrühtheit müsste da der jungen Mannschaft eher noch helfen können, was er im Moment auch tut. Absolut, also das ist ja auch eine Sache, das kriegt er eben, wurde es ja schon erwähnt, auch in der Abwehr, das verleiht er Abwehr ja auch Stabilität, wenn er vorne diese Sicherheit hat. Du hast wahrscheinlich auch keine Erklärung, außer dass es bei euch einfach gut läuft momentan. Ich meine, er hat ja nochmal eine Steigerung, definitiv. Wie schon gesagt, ist manchmal selbst schwer zu erklären, glaube ich. Was letztes Jahr immer so ein bisschen vielleicht Gewicht hatte, weil er unter Holger Stanislawski schon in St. Pauli gespielt hat, wurde er, glaube ich, von vielen auch abgestempelt als Liebling von Stani. Vielleicht tut es ihm jetzt ganz gut, dass ein anderer Trainer da ist, der genauso auf ihn baut, aber eben kann er befreiter ausspielen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht genau, welches Spiel es war gegen Aue, als er ausgewechselt wurde, kurz vor Schluss mit Standing Ovation. Ja. Ich glaube, das zeigt ihm dann auch, dass das Publikum jetzt definitiv hinter ihm steht. Und deswegen macht er sich, glaube ich, da auch weniger Gedanken und kann befreiter aufspielen. Freuen wir uns sehr drüber, weil das hilft dem FC weiter, hilft uns allen weiter und dementsprechend werden wir uns im dritten Block dann weiter unterhalten über den 1. FC Köln, aber auch noch weiter bei Jonas Hector und seine Position im Verein. Machen wir also gleich, wir sehen uns, bis später. Willkommen zurück beim FC Stammtisch.
Spontaner Jubel ist immer am schönsten, also von daher danke für den aufbauenden Applaus auch für die dritte Abteilung. Wir wollen natürlich weiter über den FC sprechen und über Jonas Hector, der ja heute erfreulicherweise bei uns zu Gast ist. Und darüber freuen wir uns natürlich besonders, weil du wärst ja fast mal sogar bei den Bayern gelandet. Das, ja, umso schöner ist er, dass er da hier ist. Also, nein, da gab es ja auch mal Probetraining bei einigen Mannschaften. Bayern war halt ein Verein, wo du halt auch gewesen bist, wo du mit Müller, Kroos und Badstuber zusammen da Training gemacht hast. Wer das ist, klären wir heute nicht. Nee, ist nicht so wichtig. Was hat dir denn letztendlich den Ausschlag für den FC gegeben? Wie bist du damals zum ersten FC Köln gekommen? Ja, ich hatte auch hier ein Probetraining. War von Montag bis Donnerstag hier. Konnte mir das alles angucken bei den Amateuren. Nach diesem Probetraining hat der damalige Trainer Frank Schäfer signalisiert, dass er mich gern verpflichten würde. Auch damals schon im Winter sollte das vonstatten gehen, habe ich mich aber dazu entschieden, dann doch die Saison bei meinem Verein zu Ende zu spielen, wie ich es auch vorhatte. War dann auch noch bei ein, zwei anderen Vereinen, aber im Endeffekt hat der FC sich am meisten bemüht, hat am stärksten gebuhlt, sage ich mal, und das war auch der Grund, warum es dann im Endeffekt Köln wurde. Der Stefan Engels war auch da, glaube ich, sehr aktiv zu der Zeit. Da war er damals Chefscout und Jugendkoordinator, glaube ich. Der hat da auch eine Rolle gespielt. Der war oft bei euch, ne? Genau, mit Frank Schäfer zusammen hat er im Endeffekt das Ganze über die Bühne gebracht. War einer meiner Ansprechpartner beim FC dann zu der Zeit und war, wie gesagt, auch stark involviert. Und ich meine, da waren ja auch andere Vereine bei. Okay, ich muss dazu sagen, der FC war damals Bundesligist und Braunschweig, Freiburg glaube ich nicht, aber Hoffenheim war auch dran. Warum dann FC? Also einfach, weil sie sich mehr bemüht haben, war das Angebot ein bisschen besser? Oder hast du einfach gedacht, naja gut, warum nicht Traditionsverein? Ne? Nee, wie gesagt, ich habe mich hier wohlgefühlt im Probetraining, die 4 Tage, die ich hier war, auch in der damaligen Mannschaft. Trainer hat mir das dementsprechend auch vermittelt, hat mir das Ganze schmackhaft gemacht hier. Stefan Engels hat das Ganze genauso gemacht. Und wie gesagt, das Bemühen des FC war am größten und dann ist es, glaube ich, eine rein logische Entscheidung, dass man dann dem nachgibt. Absolut, und wir freuen uns ja auch drüber. Mike, du bist ja auch Fan und hast dich ja auch schon mal überlegt, was kann ich denn den Kollegen da links, rechts neben mir fragen. Hast du vielleicht? Ich habe eben im Privatgespräch schon das eine oder andere gefragt. Also ich habe eigentlich gefragt, wie das Gefühl ist nach so einem 4-0-Sieg, wenn man dann auf die Südkurve zuläuft, sich dann platsch hinfallen lässt und extrem bejubelt wird. Also ich glaube auch Profis, die Hunderttausende verdienen, an denen geht das auch nicht spurlos vorbei. Das muss doch ein super Gefühl sein. Also ich bin jetzt kein Profi, der Hunderttausende verdient. €2,50 wird er verdienen, aber ich glaube, das spielt doch in so einem Moment überhaupt keine Rolle. Nee, also ich glaube, dann würde ich glaube ich auch nicht Fußball spielen, wenn ich so ein oder genau deswegen spiele ich eben Fußball, um solche Momente auch zu erleben. Es ist einfach schön, wenn man nach so einem gewonnenen Spiel mit den Fans jubeln kann. Ja, oder eben, wenn man sein erstes Tor schießt und 45.000 jubeln, das muss doch also unbeschreiblich sein. So ist es. Ja. Ja. Gregor, jetzt hast du auch den jungen Profi, du hast ja oft mit Profis zu tun. Hast du vielleicht noch eine spezielle Frage an den Jonas? Er hat einen Spitznamen. Harry? Genau. Woher der kommt? Ja, das ist eine gute Frage. Woher kommt er? Spitzname Harry, wo kommt der her? Spitzname Harry, lang habe ich den noch nicht. Erst seit dieser Saison. Generell kam der von Maurice Exlager, der hat das Ganze initiiert. War auch eigentlich nicht auf mich gemünzt, sondern wenn wir nach dem Training dann Abfahrt zum Auswärtsspiel hatten und es war ein bisschen eng kalkuliert von den Verantwortlichen, wurde immer gesagt, ja, jetzt hier Harry Hektik und so. Mein Nachname hat dann das Nötige beigetragen, dass ich dann auch Harry Hector genannt wurde und so hat sich dann auch im Training entwickelt, bis die Ersten dann im Training wirklich Harry gerufen haben und nicht mehr Jonas. Tja, so ganz kommen, irgendwann weiß man gar nicht mehr warum, aber in dem Fall haben wir es ja auf Band, also wenn du in 10 Jahren dann nochmal gefragt wirst, dann weiß es, können wir das auf jeden Fall noch nachreichen. Gut, haben wir das soweit geklärt. Was ich natürlich jetzt noch gerne mit euch besprechen würde, die nächsten Ziele. Jetzt steht ja das nächste Spiel in Bochum an. Ich bleib mal bei dir, Mike.
In Bochum, da haben wir ja letztes Jahr nicht so gut ausgesehen, gegen Peter Neururer im Auswärtsspiel war eine bittere Pleite dann letzten Endes, die dann auch die letzte Chance auch für Platz 3 dann kaputt gemacht hat. Hast du irgendwelche Sorgen in Bezug auf gerade Peter Neururer oder auf die Bochumer oder wie gehst du in dieses Spiel? Also Sorgen habe ich immer, wenn der FC spielt. Aber aufgrund der vergangenen Ergebnisse gehe ich eigentlich gedämpft optimistisch in das Spiel und hoffe schon, dass die Mannschaft da doch auch wieder gewinnen kann. Der Neururer-Effekt scheint ja völlig verpufft zu sein in Bochum. Ich finde den Neuro ganz gut, aber das verpufft irgendwie schnell, was der macht. Der rettet die, aber dann geht es auch, da war auch beim FC, glaube ich, mal eine Zeit, wo das auch so war, dann ein bisschen wieder in die Normalität. Und das heißt nicht, dass die Mannschaft unterschätzt werden sollte. Keine Mannschaft sollte das, aber das jetzige FC-Team hat schon das Potenzial, in Bochum auch zu bestehen und gegebenenfalls zu gewinnen oder zumindest hinten die Null stehen zu lassen und ein Pünktchen zu holen. Ich möchte aber lieber dazu gewinnen. Okay? Dann wirst du jetzt hier schwerlich jemanden finden, der dagegen opponiert. Ja. Ein oder zwei Spitzen? Eine, Helmes. Also so Never Change ja. Winning Team, okay. Bevor ich den Profi gleich frage, Gregor, was erwartest du für dieses Spiel? Ich gucke jetzt noch ein Stück weiter, wir haben Bochum, gehen wir mal mindestens von 0-0 aus, ja, bleibt ungeschlagen. Wir haben 4 Spiele, Bochum, Ingolstadt, Ingolstadt-Pauli und FSV Frankfurt, würde 12 Punkte machen. Ich persönlich glaube, es gibt mindestens 8 oder 10, ja, also man bleibt ungeschlagen und ja. Und das bedeutet, die Hinrunde ist dann noch nicht zu Ende. Es gibt noch 2 weitere Spiele bis Weihnachten. Ja, 2 Tage vor Weihnachten ist das. Ja, also die Hinrunde, die Hinrunde ist zu Ende, aber es gibt noch 2 Spiele drauf. Und ich glaube, ich habe Statistik geblättert, es gab in den letzten 10 Jahren wirklich nur einmal einer am 13. Spieltag, der erste war und nicht aufgestiegen ist. Und das ist jetzt, ich glaube, ist doch sicher, dass der FC das packt. Da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr spielen. Ne? Könnte es auch. Aber sieht ja gut aus. Also trotzdem natürlich noch Bochum. Ihr habt ja eben schon angesprochen, das Spiel habe ich noch so ein bisschen im Hinterkopf, weil da ist man ja eigentlich doch mit großer Hoffnung noch hingefahren, Ende der letzten Saison. Was habt ihr daraus gelernt und was werdet ihr am Sonntag dann als Antwort parat haben? Weißt du schon was? Nee, wie gesagt, wir haben ja uns jetzt nur auf Union vorbereitet, hatten jetzt heute frei. Und deswegen ab morgen geht's dann Richtung Bochum. Wollen natürlich dort auch gewinnen, wollen jedes Spiel gewinnen. So gehen wir auch rein. Ja, sind ja jetzt die üblichen Floskeln, aber... Darf ich die Siegprämie nicht vergessen? Die war ja gestern sehr interessant. Wenn sie gewinnen, wenn ich das richtig verstehe, können sie am 11.11. nächsten Montag richtig auf die Kacke hauen. Das steht ja auch noch aus. Ich glaube, ist auch nochmal ein Ansporn für jeden von uns. Und deswegen sollten wir das Ganze auch positiv gestalten. Jetzt machen wir noch eine kleine Tipprunde. Ich denke, Mike, du solltest beginnen. Bochum ist das nächste Spiel. 2-0 FC. Ich muss dazu sagen, vielleicht muss ja einen unserer letzten Gäste einfach mal lobend erwähnen. Vielleicht erinnern sich einige noch, Dominik Dünnwald aus dem Team von Zeigt das wunderbare Welt des Fußballs hat erstmal das Bielefeld-Spiel nicht nur tendenziell, sondern auch vom Ergebnis her mit 1-0 richtig getippt. Also das war schon klasse. Und dann hat er vor dem Spiel gegen Union Berlin bei mir auf der Facebook-Seite, da kann man sich gerne mal unterhalten, wer da Spaß dran hat, kann das gerne mal bei mir machen. Da hat er mal einfach 4-0 gegen Union Berlin getippt. Also erstmal Glückwunsch an unseren Stammgast hier. Ja, hat er sich verdient. Das heißt, ihr habt hier mehr oder weniger hier gegen eine Legende zu kämpfen. Also 2-0 für den ersten FC Köln. Ja. 2-1. 2-1 für den ersten FC. Okay. Kriegen einen rein. Wie soll das denn gehen? Okay. Weiß ja, dass ich noch Spaß mache. Ja, gibt ein Profi seine eigene Truppe? Darf er das? Wenn ja, dann... Nee, dürfen wir nicht. Also ja, ich meine, ihr Spaß nicht. Nee, ich muss sagen, ich tue mir immer schwer mit Ergebnistipps. Die Null muss stehen, ne? Null muss stehen, wir müssen vorne einen machen und dann gewinnen wir das Spiel einfach. Okay, dann nehmen wir das genauso an. Hat er sehr kreativ gelöst, finde ich. Also von daher, ja, dann bedanke ich mich bei allen. Bei Mike Morschbach hier, natürlich auch bei Gregor Deris und ganz besondere natürlich hier bei Jonas Hector. Ich tippe 3-0 für den FC.
So, aber jetzt, wie gesagt, noch einmal der Dank zum Schluss dann an Jonas Hector, dass er uns heute beim FC-Stammtisch besucht hat. Vielen Dank dafür. Und wir sehen uns dann, ich glaube, am 26.11. wieder, wenn es wieder heißt FC-Stammtisch hier im Gaffel am Dom. Und dann geht hier wieder die Luzi ab. Und ich hoffe, dass wir dann wieder was zu feiern haben. Also bis dahin, Maltio, bis zum nächsten Mal und tschüss zusammen. Ciao.